Hallo, wir befinden uns in der Kalenderwoche 43. Morgen ist der 22. Oktober 2015. Das heißt, heute ist der 21. Und hier ist vorhin ein DeLorean rumgeflogen und hat nach dem Weg gefragt, wie er am schnellsten nach Hill Valley kommt. Naja, es ist nun mal soweit. Wir sind in der Zukunft angekommen und Doc und Marty auch. Sie sind auf jeden Fall da und haben sich nicht verflogen. So viel dazu. Morgen neue Kinostarts. Da hätte ich zwei Filme im Angebot. Zum ersten gibt es The Last Witch Hunter. Ein naja, Hexenjägerfilm mit meinem speziellen Freund Vin Diesel, der ja nicht unbedingt zu meinen Lieblingsschauspielern gehört, aber in den letzten Wochen habe ich ein paar Interviews von ihm gelesen, also da hat er ein paar sympathische Äußerungen gemacht. Also er ist auf dem Weg der Besserung, was nicht heißt, dass er schauspielerisch wirklich Deine Unsterblichkeit hat sich zum eine größten Bank Problem ist, deiner Welt aber verzerrt. eher eine Ein Handelbank. Krieg zwischen unserer Welt und der Aber Welt jetzt spielt jener. er mal in einem anderen Genre, weil soweit ich weiß, hat er Ich habe bisher mein Leben lang hauptsächlich darauf gewartet, dir zu die helfen. Fast and Furious Serie gemacht und Jetzt hast du die Chance. war im Science-Fiction-Bereich ein bisschen tätig. Ich glaube, wie hieß Willst du das? aufgeben? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Schöner Geld. The Was Last für ein Witch Schöner Geld. Hunter spielt wohl zunächst einmal in der Schöner Geld. Vergangenheit bzw. im Mittelalter. Du musst mich in die Traumwelt bringen. Da erkennt man Vin Diesel Ist auch die noch nicht einzige Möglichkeit, wirklich, das zu bekämpfen, zumindest den Master. Trailer nach zu urteilen, denn da hat er noch Ohne Haare und Verbrecher Bart. So läuft er ja sollst du eigentlich nie rum. aufwachen. Du musst unbedingt aufwachen. Und Du sitzt in einer zu der Falle. Zeit ist er wohl einer von den Hexenjägern und besiegt eine so eine Oberhexe oder Das eine Glück sammelst du nicht Hexenkönigin oder umsonst. was auch immer das sein soll. Und die belegten mit einem Fluch, kurz bevor sie abnippelt. Und dummerweise muss er dann Wir ewig sind die leben. Nächsten, die es hier auf So Erden habe ich es gegeben hat. gelesen. Sind hier, um uns zu Und so feilschen. dümpelt er über die Du Jahrhunderte bist dahin. schuld. Und in der jetzigen Zeit darf er sich die Haare abrasieren und den Draußen Bart passieren sehr abmachen. schlimme Dinge. Und Wer sagt, deine sieht halt Eltern wieder werden dich aus nie haben? wie, als ob er aus einem getunten Auto gerade ausgestiegen ist und findet raus oder Sind vergangene bemerkt, Träume. dass es wieder ein paar Hexen gibt, die Fortwährend. naja, rumhexen. Und da ist dann wohl sein Können als Hexenjäger wieder gefragt. Also Vin Diesel und Michael Caine aus der The Dark Knight Trilogie. Der spielt wohl so eine Art Mentor und ihm zur Seite steht auch noch Elijah Wood, der kleine Hobbit aus Herr der Ringe. Also keine ganz so schlechte Besetzung. Ob der Film was taugt, ich weiß nicht. Das Rad wird nicht neu erfunden werden und die Ausschnitte sehen auch schon so ein bisschen wie schon mal gesehen aus, aber vielleicht reicht es ja für einen kurzweiligen, amüsanten Abend. Zumindest zu Hause. Ob ich mir den im Kino gebe, glaube ich nicht. Da habe ich dann eher meinen zweiten Film diese Woche und das ist The Walk. Und zwar geht es da um einen Franzosen, der in den Lass dich 70er eines Jahren, Narrenes also Kistentod dieser Franzose ist überleben. ein Für mich ist der Hochseilartist, Tod gegenwärtig. der versucht, oder es Willkommen in New gelingt York. ihm auch Kannst du wohl, mir zu verzeihen? Ich wäre ein in Wrack, wenn ich Amerika, nicht also die in New zweite York, Chance vor zwischen Schmerz den und Trauer damals noch verdiente. stehenden Viel Glück. Türmen des World Trade Ich war Centers ein unschuldig, dass ich tat. Ich war einfach Drahtseil nur zu hinter spannen dem und darüber zu Gitter, um balancieren. ein Drahtseil zu spannen. Ist wohl eine wahre Geschichte. Ich glaube, da gibt es auch sogar eine Ich brauche Dokumentation deine Hilfe, drüber. um das zu schaffen. Ich kenne da jemanden. Und jedenfalls ist Geht das los. jetzt verfilmt worden. Legen Sie Hand zu, ich lehne einfach Und durch. Ich will dich vielleicht.
Die Vorschau habe ich auch schon im Kino gesehen. Der Film kommt in 3D und ich glaube, da macht es mal wieder ein bisschen Sinn, die dritte Dimension dazu verwenden. Weil es doch ein bisschen schwindelerregend sein könnte, wenn man mit diesem Franzosen auf dem Seil steht und man nach unten guckt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das da recht gut wirkt. Und dieser Spaziergang zwischen den Türmen, der wird wohl nicht den ganzen Film in Anspruch nehmen. Ich denke mal, dass es hauptsächlich oder zum großen Teil darum gehen wird, dass diese Unternehmung ziemlich illegal ist und bei der Planung gab es wohl die ein oder andere Hürde zu überwinden und ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich interessant und auch vielleicht auch spannend inszeniert wurde. Und deshalb ist The Walk auch mein Kinotipp für diese Woche. An Blu-rays habe ich nur eine neue im Angebot. Die wollte ich eigentlich gar nicht erst vorstellen, weil ich den Film mir unbedingt nochmal angucken muss, da er ziemlich verwirrend ist. Und zwar handelt es sich da um A World Beyond. Im Original Tomorrowland, soweit ich weiß. Wieder mal eine typische Eindeutschung eines Titels. Einen englischen Titel mit einem englischen Titel übersetzt. Was dieser Blödsinn soll, habe ich bis heute nicht verstanden. Aber auf jeden Fall, Tomorrowland nenne ich es jetzt mal, handelt also im Prinzip von einer Art Paralleluniversum, das ein paar Wissenschaftler in den 60er oder 70er Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, entdeckt haben. Und nach und nach dieses Paralleluniversum quasi aufgebaut haben und haben daraus dieses Tomorrowland gemacht. Sieht ziemlich futuristisch aus. Vorab lobe ich da gleich mal die Spezialeffekte. Also optisch macht das Ganze einen sehr ordentlichen Eindruck. Und jedenfalls kommen da denn nur auserwählte Leute hin oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Story. Die Handlung springt ein bisschen wild hin und her von einer Erzählerperson in Vergangenheit, Paralleluniversum, hin und her. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dazu, aber beim ersten Mal gucken habe ich nicht alles mitbekommen, was auch teilweise in den Dialogen erzählt worden ist. Zumindest als groben Handlungsverlauf könnte man sagen, dass die Welt quasi also die reale Welt am Untergehen ist und diese Leute aus Tomorrowland über eine Art Antenne diese ganze Sache quasi geschehen lassen oder so. Und ein aus Tomorrowland Verbannter, jetzt wieder in der jetzigen normalen Welt lebender, von George Clooney gespielter Typ, der versucht das halt mit Hilfe einer nicht wirklich sympathischen weiblichen Person zu verhindern. Und nach Tomorrowland geholt werden sie dann wieder von so einem kleinen so eine Art Robotermädchen. Also das ist ein Mädchen, was in Wirklichkeit ein Roboter ist. Also ziemliches Wirrwarr und der Film ist auch ziemlich überfrachtet mit Infos. Ob die jetzt alle nötig sind, weiß ich nicht, aber einen wirklich klaren Faden habe ich da jetzt nicht gefunden. Das Ganze beruht wohl auf einem Disney-Themenpark, wie es auch schon bei Fluch der Karibik war. Und wie es für Disney typisch ist, wird natürlich auch die Moralkeule voll durchgezogen. Also ein bisschen subtiler hätte es schon sein dürfen. Aber so ist halt Disney. Also, wie gesagt,
World Beyond, Tomorrowland, finde ich viel eingängiger. Ist also meine Blu-ray der Woche, zwar nicht unbedingt zu empfehlen, als also keine hundertprozentige Empfehlung. Man kann sich mal angucken, wahrscheinlich, wie ich es machen muss, auch mehrmals. Aber da ich keine anderen neuen Blu-rays habe, ist das nun mal meine Blu-ray der Woche. Und erschlagt mich nicht, wenn euch der Film erschlägt. Bis zur nächsten Woche.